Am Anfang die Polizeizugleitung. Nein, nicht Ehrensenat, sondern die Kommandeure da, diese Kommandeure. Ah, okay, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde noch mal auf jeden Fall heißt er Pietrowski, das weiß ich ja. Ja. Aber wir kommen da noch dahin. Jetzt sind wir erstmal bei den Zockerräuber aus Eschbach. Nieder-Eschbach, genau. Die Zockerräuber sind jetzt da, aus Nieder-Eschbach kommt die Schar. Ich begrüße Sie hier gern und süß, denn die Zockerräuber kommen aus dem Paradies. Die Eschbacher Zockerräuber. Und die Zuckerräuber, das ist ja der Heimatverein von Petra Roth, ne? Ja, genau. Deshalb wundert mich, dass sie nicht immer stehen geblieben sind, sondern einfach an ihr vorbeigefahren, gell? Und Zuckerräuber, das sind natürlich die Zuckerrüben, die dort angebaut wurden. Die Footballer, sie sind nun da. Eine bunt gemischte Schar. Erleben wir mit vieles wie auch heute Spirit of Galaxy. Ein Verein gegründet von den Fans des ehemaligen Rekordmeisters von der Frankfurt Galaxy, die in der European Football League gespielt hat, die aufgelöst wurde. Und dann gesagt, da machen wir trotzdem weiter und wir nennen uns jetzt eben Universe. Herr Kappel-Ludwig guckt. Hallo. Hallo, sagt er. Es ist fast Nacht. Entschuldigung. Hello. Ich bin aber auch gerade woanders, der Dose. Ja, ja. Anders, der. Dankeschön. Hello. Regionalliga, wir kommen und ein dreifach donnerndes Frankfurt. Universe. Frankfurt. Aha, was passiert da jetzt? Seid mitgenommen. Ja, so sieht auch ein bisschen mitgenommen aus schon, oder? Ja. Die geht aber, ich habe ihn jedes Jahr mehr ab. Ich habe ihn doch am Anfang gesagt, prägen Sie sich dieses Bild von Frau Roth an. Genau. Guck mal. Und dieses Jahr. Das sollten wir jetzt nochmal einspielen, das Bild vom Anfang, du. Dieses Jahr hat sie ganz viel abgekriegt. Das ist diesmal ein Und die Kapp hat auch was abgekriegt, vorne rechts. Ja, genau. Und die kostet so viel Geld. Ja, aber fertig jetzt ganz. Wer kommt die? Jetzt ist weg. Na, die wird schon wiederkommen. Hä? Was macht sie? Ja, jetzt hat sie aber Spaß. Ne? Die fährt aber ganz weg. Also, wir sehen es leider im Fernsehen. Wir beugen uns hier raus und können da sehen, wie sie. Ja, jetzt steigt sie aus und kommt zurück. Na, da bin ich ja. So ein schöner Tag. Ja, weißt du, warum ein schöner Tag ist? Es ist Frankfurter Fastnachtzug, der große Frankfurter Fastnachtzug in Frankfurt. Deshalb ist der Tag so schön. Also die zwei sehen ja ein bisschen verlassen darüber aus, gell? Auf ihrem Balkon? Ja. Aber trotzdem, ich würde auch gerne mal stehen da oben, so. Ist schon mehr wärmer an sich als hier. Also da ist mit den Zwiebeln... Musst du schon 8 Schichten haben. Ne? Ja, das stimmt. Was auch immer sie damit sagen wollte. Guck mal, jetzt mal die Frankfurter Fahnen. Die nehmen die nachher schön mit ins Waldstadion. Ja, also hier, da macht ja jeder mit von der Universe. Beim Fastnachtzug. Und
Guck mal, es hört und hört nicht auf. Es hört und hört nicht auf. Aber das liegt auch an unsere vorzüglichen Kameraleute und an den Regisseur. Er versteht es einfach, die Leute gut ins Bild zu setzen. Ja, es ist ein schöner Tag. Guck mal hier, was? Eine Stimmung. Ach, guck mal. Die Kraken. Ja, das ist die Gruppe Stengel. Die machen auch jedes Jahr so mit und machen sich immer eigene Kostüme. Diese Gruppe zeigt uns allen Outfits, die uns gut gefallen. Auch dieses Jahr läuft es drauf hinaus. Sie denken sich stets was Neues aus. Also wirklich nur eine ganz kleine Gruppe, die das so ganz für sich machen, basteln da jedes Jahr ihr... Ja, das sind so 5, 6 Frauen und basteln sich dann wunderschöne Kostüme für den Frankfurter Fasnachtzug. Pulpo. Lecker. Pulposalat. Frankfurter Schlipscher kommen dort. Da ist Humor kein Zauber.